In der letzten Folge habe ich ja diesen Raum gebaut, allerdings habe ich immer noch keine Base für mich. Die werde ich heute bauen und zwar genau unter mir. Unter diesem Block, dieser Block soll weggehen und dann soll ich irgendwo runterfallen können, wo dann am Ende meine Base ist. Also würde ich sagen, machen wir uns direkt mal dran und graben erstmal den Raum aus, bevor wir zur Technik kommen, was mir noch ein paar Schwierigkeiten bringen könnte. Ich würde sagen, hier unten können wir dann noch die Goldblöcke für den Kontrast nehmen. Oh no, ich habe keine Raketen, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Da brauche ich auf jeden Fall einen besseren Weg, um hochzukommen. Huiuiui, aber jetzt hole ich mir erstmal neue Raketen. Oh ja. Da der Raum unten ja wertvoll sein soll, würde ich, glaube ich, sagen, nehme ich erstmal Eisenblöcke, bis mir die ausgehen. Danach nehme ich Emeralds an den Wänden. Und mal gucken, ob ich den MLG schaffe. Tatsächlich. Puh, das war knapp. Ups. Mein Zeugs ist jetzt schon eigentlich alles hier unten, was ich hier unten haben möchte. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass ich hier auch irgendwie rauskomme, bevor ich meinen Eingang richtig bauen kann. Ich plane dafür, eine TNT-Kanone zu verwenden und hoffe, dass die mich nicht in die Luft springt. Oh, hier war auch noch jede Menge Gunpowder. Ich bin unten. Oh, Beleuchtung wäre natürlich auch noch ganz gut. Alright, ich habe soweit fertig gebaut. Ich hoffe mal, dass das Ganze funktioniert und hier jetzt nicht alles in die Luft sprengt. Wir werden sehen. Okay. Ich spring mal so ein bisschen. Ja. Das bringt mich nur leider nicht ganz hoch. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Ist jetzt nicht so wie gedacht. Da muss ich nochmal gucken, dass ich da irgendwie mehr Power hinterkriege. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Eingang. Dafür brauche ich ein, zwei Sticky Pisten und ein bisschen Redstone. Natürlich kommt der wertvollste Block in diesen Item Frame zum Drehen und das ist das normale Diamanterz, glaube ich jedenfalls. Soll natürlich auch versteckt sein, deswegen ist es hier hinten. Der Eingang ist jetzt schon fast fertig, ich zeige ihn euch gleich, aber davor muss ich noch auf die Nacht warten, weil ich noch einen Slimeball brauche. Brrr, falscher Mond. Jo, Slime! So, also einen von denen muss ich jetzt noch verwenden. Und dann bin ich auch schon fertig mit meinem Raum. So, aber der muss ausgefahren sein jetzt. Das muss ich dann gleich nochmal fixen. So, mal gucken. Das sieht gut aus. Machen wir mal einen Deckel drauf und gucken, ob es dann immer noch funktioniert. Deckel drauf. Und es geht auf. Und natürlich auch wieder zu. Also Leute, würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und dann